Comics und Mangas. Beide Sachen, die heutzutage in unserer Zeit nicht mehr wegzudenken sind. Und beide Sachen, die auf der Comic- und Manga-Con in Hamburg anzutreffen sind. In diesem Sinne, meine lieben Konnichiwa, liebe Nakamas. Ich bin Alter Ihr und herzlich willkommen heute zum Vlog zur Comic- und Manga-Con in Hamburg. Die Comic Manga Con, eine Convention, die sich hauptsächlich mit Comics und Mangas beschäftigt, aber der Fokus doch mehr auf die Comics liegt und zweimal im Jahr in Hamburg stattfindet. Und zusammen mit meinem Bro Sray haben wir uns gemeinsam die Con doch mal wieder einen Besuch abgestattet. Und der gute Sray hat auch zu der CMC ein Video gemacht, dies findet ihr unten in der Videobeschreibung oder natürlich auch oben mit in der Infocard. Schaut auf jeden Fall mal mit bei ihnen mit vorbei. Und wenn er ihn noch nicht abonniert hat, lasst auch gerne mit bei einem guten Sray ein Abo mit da. Ansonsten war natürlich der erste Eindruck von uns erstmal kleine Halle, sehr viele Menschen. Oh my God! Ich bin Groot. Der Comic Cave durfte natürlich nicht auf der Comic Con fehlen. Und ganz besonders nicht der Comic Toy Hunter. Der Real Comic Toy Hunter. Jubeljahre wieder, da ist der Marc von Comic Toy Hunter. Grüße in den Norden. Grüß dich, hi. Auch wieder hier, wunderbar. Ja, immer dieselben Gesichter, so muss ja, das sein. Ja, so muss das sein, ja. Ja, mein Lieben. Der dieselben Comic- Bekannten vor allen Dingen. Genau, und man erkennt sich immer wieder. Ja, mein Lieben, Marc von Comic Toy Hunter ist auch wieder mit am Start, zusammen hier mit Comic Cave in Hamburg. Und wie ihr seht, haben sie schon wieder kräftig bestückt hier. Mit einer ganzen Menge Auswahl. Also Leute, es gibt hier viel zu sehen. Wenn ihr mal demnächst wieder hier auf so einer CMC in Hamburg seid, kommt vorbei oder schaut mal beim Comic Cave vorbei. So gab es natürlich auch viel zu sehen. Ganz besonders Comics. Ach jo. Aber auch Künstler waren mit vertreten. Ja, hi, ich bin Annika. Ich bin jetzt heute das allererste Mal auf der Comic-Manga-Convention in Hamburg. Also insgesamt ist es jetzt das zweite Mal, dass ich hier in Hamburg einen Zeichnertisch habe. Und ja, ich habe mich auf Aquarelle spezialisiert. Ich habe jetzt hier im Angebot Postkarten von meinen Werken. Dann habe ich hier noch Kühlschrankmagnete mit Acryl bemalt. Aber ansonsten ist meine Spezialität Aquarell. Ich habe hier auch noch Lesezeichen und Sticker habe ich jetzt auch im Sortiment. Und ja, also wie gesagt, Aquarell ist mein großes Ding. Ich zeichne schon, keine Ahnung, ich habe irgendwann Ende der 90er mit angefangen. Habe auch lange es digital versucht, habe früher Manga-Stil gezeichnet. Mittlerweile bin ich jetzt mehr quasi im realistischen Stil angekommen und habe mich eben auf Aquarelle spezialisiert, einfach weil das die Technik ist, die mir am meisten Spaß macht, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Ich mag halt, die Farben einfach so fließen, man kann sie gut vermalen und ich mag, was für Gefühle, Emotionen Aquarell auch transportieren kann. Und dass eben halt auch das Papier so durchscheint, also einfach diese Wirkung. Und ich finde, dass so etwas kann man eigentlich nur mit Aquarelle erreichen. Und daher ist Aquarell einfach mein Ding und ich will das weiter durchziehen und möchte damit auch meine eigene Kunstmarke setzen. Ja, wie gesagt, ist heute
mein allererstes Mal hier auf der Comic-Manga-Convention. Vorher war ich schon einmal auf der Co-Arcade und ich möchte das auf jeden Fall in Zukunft weiter durchführen. Ich freue mich also sehr, wenn ihr hierher kommt zu meinem Tisch. Ich bin auf Instagram als June Child Art zu finden und auf Tumblr unter Viola Lucienne Art. Besucht mich, genau, und gebe dann auch vorher mal Bescheid, wo ich dann bin und wo ihr mich findet. Und es würde mich echt freuen, wenn Leute meine Kunst toll finden und dann zu mir kommen und sich meine Bilder angucken und idealerweise auch was kaufen. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich wurde eben nach meinem Eindruck von dieser Con gefragt. Also mein Eindruck ist bislang positiv. Sehr viel los. Wenn ich das jetzt mit der Co-Arcade vergleiche, ist noch um einiges mehr los. Also über Besuchermangel kann man sich hier nicht klagen, nicht beklagen. Was mir auch auffällt, auch sehr gemischtes Publikum, auch viele ältere Familien, was ich sehr schön finde, wenn das mal gemischt wird, gemischt ist, weil, ja, ich muss so sagen, ich habe jetzt natürlich mit meinen Sachen, da biete ich halt Sachen an, die jetzt nicht unbedingt so den Manga-Klischees entsprechen. Und von daher freue ich mich natürlich, wenn dann auch ein entsprechend abwechslungsreicheres Publikum da ist, weil man dann auch etwas mehr Absatz findet. Und generell finde ich es auch toll, wenn die Leute eben, wenn also wirklich alle möglichen Leute herkommen und sehen, hey, Comics ist nicht nur was für irgendwelche verschwommenen Words oder so. Comics sprechen mittlerweile alle an und ich finde es halt toll. Und ja, und vor allem eine Organisation her finde ich es gut. Ich finde es auch vom Aufbau her gut. Ja, ich hoffe, dass ich später selber noch mal kurz hier rumgehen kann, um mir nochmal ein paar Eindrücke zu verschaffen. Ja, also im Großen und Ganzen finde ich es gut. Ich finde es auch von den Zeiten her gut. So von 10 bis 17 Uhr, das passt wunderbar. Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja, meine Lieben, und wie es natürlich auf einer Convention gehört, muss auch für Sicherheit gesorgt werden. Captain Marvel ist ja sowieso schon am Start und kriegt mit Unterstützung von S.H.I.E.L.D. mit ihrer S.H.I.E.L.D. Agent damit am Start. So muss es sein. Welchen S.H.I.E.L.D. Agent haben wir denn hier am Start? Agent Roland, Agents of S.H.I.E.L.D. Europe Division. Alles klar, dann sind wir doch hier schon mal auf der CMC in Hamburg schon mal in besten Händen. Und denke ich mal, hier dürfte keine Panik so weit ausbrechen. Wir tun unser Bestes. Und wenn irgendwelche Grüße wichtig hier auftauchen sollten, dann kriegen die unsere geballte Kraft zu spüren. So ist es. Also von daher, wir machen mal weiter, halten die Augen offen. Und ihr, meine Lieben, immer schön artig sein. Bis zum nächsten Mal. Ganz besonders für mich auf der Con war natürlich Rune. Ja, meine Lieben, und hier sind wir auch schon auf der CMC in Hamburg, hier jetzt beim Rune-Stand. Denn Rune ist hier nämlich auch mit am Start, ihr ebenfalls bei ihre Shops in Düsseldorf und in Solingen mit antreffen könnt. Also wenn ihr hier und da in der Nähe seid, schaut doch gerne mal mit bei den Stores vorbei. Wir gucken uns heute doch mal an, was Rune heute alles Schönes mitgebracht hat. Heute auf der CMC. Und ja, sie haben schon ganz schön kräftig viel aufgebaut, wo ich selber persönlich noch mitgeholfen habe. Ja, und das schauen wir uns doch gleich mal ein bisschen in Ruhe an. Ja, meine Lieben, das ist der Lücke und wir sind hier bei Rune. Und das ist der Spray. Abonniert Rune! Genau, meine lieben Leute, schaut bei Rune mit vorbei im Store im Solingen oder auch in Düsseldorf. Und natürlich, den ja, lieben Kerl hier nicht vergessen, ne? Abonniert Spray! Ja, und Spray nicht vergessen. Ganz liebe Grüße von Hoppe Hase Spray. Ach ja, Rune. Ich glaube, ich habe mich verliebt.
Hune, welchen einen Store in Solingen und Düsseldorf besitzen, welche ganz viele Plüschis haben, Funko Pops, noch mehr Funko Pops und ganz vielen coolen Stuff besitzen. Aber ganz besonders ist das Team, was dahinter steht. Alles ganz besondere und coole Menschen. Was habe ich dich rausgeschmissen? Die CMC so grandios geschmissen hast. Ach so, ja, klar. Ich habe alles hier selber gemacht. Der Hase winkt auch schon. Von daher würde ich sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Zum Ende des Vlogs kann man sagen, eine wirklich sehr schöne Con. Auch wenn es manchmal echt voll sein kann. Und von daher freue ich mich schon wieder aufs nächste Mal, wenn es wieder nach Hamburg geht, zur nächsten Comic- und Manga-Con. Von daher, das war's dann mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern das Video liken und lasst ein Abo mit da für noch mehr coolen Content auf Alter Ihr und Wir. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, das war Alter Ihr und Wir zusammen mit Sray auf der CMC in Hamburg. Ich bin Alter Ihr und wir, meine Lieben, das seid ihr. Und gemeinsam sind wir hier. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, see you later, Alligator. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter Ihr und Wir.